Und herzlich willkommen mal wieder bei mir. Ihr seht schon, dass ich heute meine Öhrchen auf habe. Das lässt vermuten, dass wir heute zusammen ein Make-up-Video starten. Was auch der Fall ist. Und zwar werden wir heute, also dachte ich mir, werde ich heute mit euch zusammen ein Full-Face-Essence-Make-up machen, starten. Ja, die Idee kam mir einfach so spontan und ich denke, in diesem Sinne fangen wir auch schon gleich mal an. Primer habe ich schon drauf, weil der muss ja ein bisschen einwirken. Da habe ich von Essence, ich weiß aber nicht mehr, ob es den noch gibt. Den habe ich auch schon ultra lang. Und zwar von Essence diesen Fresh and Fit Awake Primer. Den habe ich schon mal drauf. Wenn ich ihn finde, werde ich ihn euch verlinken. Und den habe ich jetzt in 2 Minuten einwirken lassen. Und ich denke, dann könnten wir jetzt auch schon mal mit dem Concealer beginnen. Ich habe hier meinen kleinen Spiegel. Genau. Und zwar vom Concealer her verwende ich von Essence diesen Stay All Day 16 Stunden Long Lasting Concealer. Genau. Starten wir mal, ne? So, wie immer. Normalerweise mache ich das ja in Dreiecksform. Aber heute mache ich das mal so. Das soll einen, ihr seht hier so Striche runter machen, einen wacheren Effekt hervorrufen. Ich habe das schon ein paar Mal getestet, schon mit so Strichen hier. Ich bin jetzt aber irgendwie nicht so der Meinung, dass das einen besonderen Effekt irgendwie hat. Vielleicht bilde ich mir das auch ein, das kann auch sein. Ich werde demnächst mal wieder, wenn ihr das wollt, das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, denn ich war gestern mit meiner Familie in Bayreuth im Douglas. Also beziehungsweise im Rotmann-Sender, dort war ich im Douglas und dort war ich natürlich wieder fleißig Kosmetik shoppen. Wenn ihr mal wieder ein Douglas-Haul sehen möchtet, dann könnt ihr mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und dann werde ich das möglich machen, wenn ich es überhaupt so lange aushalte, die Sachen nicht auszuprobieren. So. Dann blende ich das hier. Ja, seht nicht so genau meinen Beauty Blender an. Der ist schmutzig. Den muss ich mal wieder waschen. Auf jeden Fall nehme ich jetzt meinen feuchten Beauty Blender und arbeite das natürlich hier ein. Also diesen Concealer von Essence finde ich ehrlich gesagt nicht so gut. Denn er lässt sich... Er lässt sich, ehrlich gesagt, schwer einarbeiten. Also man musste wirklich tupfen. Mich wundert es, dass ich bis jetzt noch keinen Muskelkater vor lauter Tupferei bekommen habe. So. Und vor allem hier auch im Lid, in der Lidfalte schön arbeiten, damit es nicht creased, keine Rückstände da bleiben. Color Correcting verwende ich jetzt keinen grünen, weil ich von Essence keinen mehr habe. Ich hatte einen, aber der ist kaputt gegangen mit der Zeit und ja, deswegen verwende ich jetzt hier kein Color Correcting, weil ich eben keinen habe. Ich kann euch ja mal sehr gerne, wenn ich einen finde, einen verlinken.
den ich gut finde. Und dann mit einsetzen. So, als nächstes verwende ich von Essence die Instant Perfect Liquid Make-up in der Farbe 20. Strong Matte Effect Waterproof. Die Farbe ist mir allerdings ein bisschen zu hell. Deswegen werde ich da auch nicht allzu viel verwenden. Die ist mir echt zu hell, sondern nur ein bisschen. Die trage ich mit meinem Pinsel auf. Wie ihr seht, ist die mir echt, die habe ich mir echt zu hell gekauft. Und wenn ich da so viel auftrage, schaue ich echt aus wie ein Geist. Und das will ich nicht. Da gab es nämlich auch mal eine Story dazu, zu der Foundation. Die kleinen, die nehme ich mir immer in Urlaub mit. Weil wenn ich verreise, dann will ich keine so riesen Tuben mitnehmen. Ja, ihr seht schon, ist viel zu hell. Auf jeden Fall, ja, wo ich stehen geblieben bin, wenn ich verreise, nicht so viel Make-up, dann nehme ich echt nur das Nötigste mit. Und auch kein so riesen, ja, das wäre jetzt zu viel. Ja, ich wollte auch nicht so viel, reden und gleichzeitig schminken ist doch ein bisschen schwieriger. Worauf ich hinaus will, ich nehme nur das Nötigste an Make-up mit und deswegen gefallen mir dafür die kleinen Tuben von Make-up, die kleinen Reisebrötchen oder so. Und da möchte ich nicht die großen Flaschen mitnehmen. Auf jeden Fall war ich dann vormittags so im Bad, wollte mich halt schminken und klatsche mir dieses Make-up drauf. Da wusste ich nicht, dass das so hell auf der Haut ausschaut. Klatsch mir das halt drauf, jo, schminkt mich so. Und irgend komm aus dem Bad raus und mein Freund sagt bloß, du schaust aus wie ein Gespenst, wie man jetzt hier auch sieht. Und da bemerkte ich, dass mir dieses Make-up viel zu hell ist. Und deswegen versuche ich es aber jetzt trotzdem irgendwie aufzubrauchen und verwende echt wenig davon. Und meistens gehe ich dann auch nochmal mit einem Puder drüber, mit einem dunkleren Puder, weil ja, es einfach, wie ihr seht, gerade nicht schön ausschaut. Es sieht aus, wie wenn ich eine Drogenleiche bin. Eine Wasserleiche trifft es eher. So, dann nehme ich einen anderen Beauty Blender, einen großen. Ja, der ist auch schmutzig, den müsste ich auch mal wieder waschen. Und verblende es. Also was heißt verblende es? Verblenden ist ja wieder was anderes. Arbeite es wieder in die Haut ein. Ich war gestern dann auch in den Douglas gestanden und dann habe ich diesen originalen Beauty Blender Creme. Und war wirklich kurzzeitig am Überlegen, ob ich ihnen das doch lieber kaufen sollte. Aber dieser originale Beauty Blender, der kostet ja mal schlappe 20 Euro für einen Schwamm. Und da bin ich trotzdem ein bisschen knauserig. Ich weiß zwar nicht, wie der originale ist. Ich hatte noch keinen. Wenn ihr diesen originalen Beauty Blender habt oder diesen von Real Techniques, könnt ihr mir ja gerne mal, jetzt habe ich was im Auge, könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den so erfahrungstechnisch findet, ob ihr mit denen empfehlen könnt. Was ihr davon haltet, ob es der Preis wert ist, 20 Euro für einen so Schwamm. Hallo, ich habe mir diesen Schwamm für 2 Euro, habe ich mir 4 Stück gekauft. Und es ist immer noch der erste von den 4 und den habe ich jetzt
Auch schon ein bisschen eine Zeit lang. Habe ich auch schon gewaschen. Ich weiß, man sollte ja seine Schwämmchen regelmäßig wechseln. Und ich mache es zwar nicht regelmäßig, aber hin und wieder tue ich das auch mal. Ich habe auch schon wieder welche in petto. Denn ich bin, kennt ihr das, wenn ihr von euren Eltern so erzogen werdet, dass ihr immer irgendwas auf Reserve zwei-, dreifach zu Hause haben müsst? Ich weiß nicht, meine Oma hat mir das echt so beigebracht, dass man immer lieber ein paar Sachen von den Artikeln mehr zu Hause hat als Reserve. Und mein Freund regt sich da so drüber auf, du hast es doch, du brauchst es doch nicht zwei, dreimal. Mach doch erst mal eins leer, aber ich habe halt lieber alles doppelt und dreifach zu Hause, weil wenn es dann leer ist und ich mir denke, Mist, Scheiße, jetzt habe ich es nicht, dann habe ich es ja doch, weil ich es auf Reserve habe. Und so bin ich echt erzogen worden. Also ich habe alles doppelt und dreifach zu Hause. Das ist keine Ahnung. Zum Ko die, als Contouring-Palette benutze ich von Essence. Die habt ihr auch schon des Öfteren, denke ich, bei mir gesehen. Die Get Picture Ready Palette. Ich weiß nicht, ob es die noch offiziell gibt. Und ja, ich benutze die jetzt schon so lang und man sieht es auch, denke ich, oder auch nicht. Und da ist immer noch was drin. Faszinierend. Da benutze ich jetzt diesen mittleren Ton und trage es mir. Ich nehme mir da immer als Anhaltspunkt das Ohr hier und dann vom Ohr so runter zur Wange und mache das in diesen Strichen so runter. Links funktioniert es natürlich nicht immer so gut, weil die linke Seite immer anders ausschaut wie die rechte. Seht schon, das ist höher wie hier. Blende ich das trotzdem, dass es noch ein wenig hoch geht. So. Und dann mache ich mir hier oben einen Strich. Und hier, weil das soll ja auch Schatten setzen. Und hier. Hier sind an der Nase, die Knochen, Nasenrücken. Und dann verblende ich das wieder mit einem Beauty-Schwarm. Wie sagt ihr eigentlich? Sagt ihr Beauty-Schwarm oder Schwamm oder Ei oder keine Ahnung? Ich sag immer Ei. Ich benutze jetzt mein Ei. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr mir nicht alles in die Kommentare schreiben könnt. Und ich würde mich natürlich auch jederzeit immer über ein Abo, über ein kostenloses Abo eurerseits freuen. Und einen Daumen nach oben. So. Überall sind komische Pünktchen. Dann benutze ich jetzt, das benutzen auch andere YouTuber, habe ich schon gesehen, das soll sehr gut sein, habe ich auch. Von Essence das All About Matte Fixing Kompaktpuder zum Fixieren von Make-up und Concealer und so. Dann nehme ich jetzt immer meinen Riesenpinsel. Das ist ein Riesenpinsel, den benutze ich wirklich nur fürs Fixierpuder. Da tupfe ich hinein. Und dann haue ich mir das einfach so übers Gesicht. Ich gehe auch nur einmal kräftig in das Fixierpuder rein und das war es dann auch. Und dieser Pinsel hat extrem, ist auch nur ein Billigpinsel. Und der hat halt wirklich heftig. Aber fürs Puder taugt er. Und naja.
So, dann benutze ich jetzt diese, also ich setze dann eigentlich immer fort mit Blush und Highlighter und Lippenstift an. Aber da benutze ich jetzt von Essence, das war vom letzten Winter, die Essence Info Snow Glow Face and Eye Palette. Baby, it's cold outside. Gab es letzten Winter eben von Essence. Die finde ich mega schön. Ich habe sie noch nie benutzt. Eigentlich ist das ein First Impression, Leute, mit dazu. Könnte ich Full Face Make-up with First Impression Essence Palette machen? Die sieht so aus. Hier sind die Eyeshadow-Farben und hier sind nämlich noch, hier oben sind Blush und hier unten sind Highlighter. Deswegen benutze ich jetzt zum ersten Mal diese Palette. Oh, die habe ich seit letzten Winter noch überhaupt nicht benutzt. Doch, klar, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Und da benutze ich jetzt. Das ist ein bisschen blöd zu halten, finde ich. Schaut, schaut. Seht euch erstmal die Farben an. Schon cool. Da benutze ich jetzt, diesen Dawn Blush hier oben. Den da. Und mache das genauso wie bei der Contouring. Contouring. Und mache das hier so. Wow, wow. Alter, ist der pigmentiert. Mamma mia. Gebt euch das mal. Ungeschminkt, geschminkt. Das müssen wir jetzt richtig gut blenden. Also merke, der ist gut pigmentiert. Er ist richtig gut pigmentiert, dieser Blush. Mein Respekt. Ja, Essence hat sich ja auch, ist eine Drogeriemarke, aber ich liebe eigentlich schon immer Essence. Und die haben sich mittlerweile aber auch echt gut gemacht, muss man sagen. Das sind oft, also was ich jetzt so gehört habe, das sind oft die Pigmentierungen von Essence. Produkte sind oftmals wirklich besser wie High-End-Produkte. So, dann benutze ich auch gleich einen Highlighter und zwar benutze ich dann hier heute mal diesen, der heißt Diamant, keine Ahnung, den hier. Mal gespannt, ob der. Wow, ja, seht ihr das? Der ist auch voll hier pigmentiert. Wow. Respekt. Die Seite und die Seite. An. Das muss man jetzt natürlich wieder sehr gut verblenden. Ich habe jetzt natürlich einen falschen Pinsel gegriffen. Richtig blenden. Mein Magen rührt sich offensichtlich auch mal zu Wort. Ich habe heute auch noch nichts gegessen. So, gut, und dann setze ich normalerweise mit Lippenstift fort. Da benutze ich von Essence diesen hier. Das ist der Ultra Last Instant Color 18. Diese Farbe hier.
So ein richtiges Lila. Steht da eine Farbe irgendwie? Violet Gift Lipstick. Viel benutze ich auch für zu halten. Viel zu halten. Voll die Ruhe gerade. Mit Lippenstift habe ich es immer noch nicht so richtig den Dreh raus. Aber es wird schon besser. Es wird schon besser. Ja, alles klar. Muss ich hier nochmal ein bisschen nachziehen, ne? So. Hat diese Farbe, ich finde ihn eigentlich nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Das war der Ultralast Instant Color 18 Violett Gift. So. Und dann kommen wir jetzt zum Lidschatten. Zuerst fange ich immer mit einer Base an und dann nehme ich immer einen einzelnen Lidschatten und zwar den von Essence Eyeshadow, diesen hier, weil der der Hautfarbe vom Augenlid am nächsten kommt. Deswegen benutze ich das immer als Base. Das ist die Farbe Blee. Und den verteile ich sozusagen immer auf mein gesamtes Augenlid. Da benutze ich jetzt so einen Pinsel. Weil der schön großflächig und fluffig ist. Jetzt überlege ich gerade, ob ich irgendwas vergessen habe, aber eigentlich schon dürfte ich nichts vergessen haben. Ja, wie gesagt, ich finde die Produkte von Essence soweit eigentlich super. Das ist von den Drogerie-Alternativen eigentlich meine Lieblingsmarke. Also es ist wirklich, Essence ist top. Preis-Leistungs-Verhältnismäßig sowie auch von der Qualität her finde ich echt super. Kann man echt nicht motzen. Einfach klasse. So. Dann benutze ich. Was schminke ich denn heute für einen Look? Diese Farbe hier. Diese hier. Die nennt sich Fire. Okay. Feuer, alles klar. Verteile ich auch erstmal übers gesamte Innenlid hier. Und wenn es ein bisschen drüber hinausgeht, also hier oben hin, macht es auch nichts. Aber es wird jetzt so ein bisschen dunkler. Wie gesagt, ich habe die Palette eigentlich auch noch nicht ausgetestet. Aber ich bin jetzt von dieser Farbe ehrlich gesagt nicht so begeistert. Irgendwie muss man die richtig aufbauen, um ein Farbergebnis zu bekommen.
Das habe ich mir irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Wirklich ein bisschen anders. So, dann benutze ich so einen Pinsel hier. Ich zeige euch das mal. Und gehe dann hier mit in diesen Twilight-Ton, den unteren, und gebe mir das hier in die Lidfalte als Schatten sozusagen, aber nur in die Lidfalte. Wenn man hier irgendwie mal ein Farbergebnis sehen würde. Ja, doch jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also es ist echt dezent. Man muss es wirklich aufbauen. Also ich fand jetzt den Highlighter in der Palette und den Blush echt mega pigmentiert, echt mega gut. Aber ich muss zu meinem Bedauern feststellen, dass man die Lidschatten echt viel aufbauen muss. Es sind zwar echt schöne Farben. Aber man muss sie stark aufbauen. Dann auf mein inneres Lid gebe ich dann die Farbe Velvet, dieses Lila hier. Gucken wir mal, wie das ist. Aber nur aufs innere Lid. Okay, also die Farben hier sind echt nicht sonderlich gut pigmentiert. Man muss sie wirklich gut aufbauen. Sonst hat das keinen Sinn. Vielleicht mit Tupfen. Ah ja, also man muss die Farben anscheinend tupfen. Man könnte es natürlich jetzt noch mit Fixing Spray den Pinsel nass machen und dann in die Farbe reintupfen, dass man ein intensiveres Farbergebnis hat. Aber jetzt gehe ich nochmal in die obere Farbe, in diese Twilight. Und gebe mir das hier oben nochmal in meine Lidfalte. Als Schatten sozusagen. Ich tunke richtig schön rein. Und gehe jetzt auch leicht nach oben damit. Und dann nehme ich meinen Blendepinsel und verblende das, damit die Übergänge flüssig werden. Von dem Lila und dem Braun. Und jetzt gehe ich aber nochmal in diesen Lidfaltenfarben, in diese Twilight, gibt es mir nochmal in die Lidfalte. Also man muss die Farben schon extrem aufbauen. Gehe nochmal in dieses Lila und nochmal auf. Tupfe hier nochmal lila drauf. Ich bin echt am Überlegen, weil man das wirklich sehr stark aufbauen muss, dass ich mir jetzt so ein Fixing Spray da von Essence Instant Matte. Nehme ich das, mache meinen Pinsel nass.
So, und gehe in diese lila Farbe nochmal rein und klatsch mir das aufs innere Lid. Ja. Man sieht schon. Seht ihr? Ich komme mal, ich rücke mal ein Stückchen näher zu euch her. So. Ja, also von der Palette habe ich mir jetzt eigentlich mehr erhofft. Wie gesagt, also der Blush war eigentlich recht gut. Und auch der Highlighter war super. Aber sobald es dann anging an diese Eyeshadow-Farben, also jetzt benutze ich von Essence noch diesen Long Lasting Eye Pencil Kajal in Lila. Und gebe mir das nur in meinen äußeren Rand hier. Nur ein bisschen. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, also sobald, wie ich dann angefangen habe, mit diesen Eyeshadow-Farben zu arbeiten, weiß ich nicht. Also, man muss es wirklich gut. Für natürlichere Looks. Wäre es ideal, weil sie wirklich nicht so gut pigmentiert sind. Aber für so einen Look jetzt hier. Seht ihr, was ich meine? Nur vorne nicht, nur im hinteren, äußeren Augenbereich. Also, wie gesagt, für solche Looks, da muss man wirklich Zeit investieren, da muss man aufbauen. Bis man mal wirklich ein Farbergebnis bekommt. Ich filme jetzt seit einer halben Stunde, Leute. Normalerweise wäre ich jetzt komplett fertig. Dann benutze ich von Essence die Maxen Definition Volumen Mascara Flexible Brush. Ich wäre eigentlich fix und fertig. Aber durch das lange Aufbauen von den Lidschatten hat es echt lang gedauert. Also wenn ihr mit der Palette hier dunklere Looks schminken wollt oder auffälligere Looks, dann müsst ihr wirklich gut aufbauen. Ist die Palette, glaube ich, eher was. Ich muss sagen, von den Farben her, von der Qualität der Farben her, bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Ich weiß nicht, wenn ihr die Palette habt, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch ist oder ob es bloß mir so geht, dass das so schlecht anpackt hier. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr für Erfahrungswerte mit dieser Palette hier gemacht habt. Ich verwende jetzt noch schnell mein Fixing Spray, was ich euch auch gerade gezeigt habe von Essence, das Instant Matte. Es stinkt, aber es ist trotzdem gut. Und ja, damit ist mein Look auch schon fertig. Jetzt meine Haare natürlich noch machen. Ja, ich hatte gestern extreme Locken drin, deswegen schauen die heute ein bisschen, wie ihr seht, lockig hier hinten aus. Ja, ich müsste mir jetzt die Haare noch machen. Ja, das hat doch auch was. Ich habe mich eben gestern versucht in Locken. Ja, die Haare müsste ich mir eben noch machen. Und
Aber das ist das Ergebnis von meinem Look. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, kostenloses Abo auf meinen Kanal hinterlassen und ihr könnt mir gerne mal, wenn ihr diese Produkte auch besitzt, wo ich euch jetzt gezeigt habe, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Vielleicht ist die Palette bei euch ganz anders wie bei mir, also ergebnismäßig. Könnt ihr mir alles gerne berichten. Darüber freue ich mich auch immer sehr, wenn ich was von euch lese. Und in diesem Sinne hoffe ich euch, das Video hat euch gefallen. Könnt ihr mir gerne Daumen nach oben da lassen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst euch nicht stressen und bis bald.